Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute über die chronischen Darmentzündungen sprechen. Woher kommen sie? Wieso sind sie entstanden? Was kann man gegen tun? Was entsteht aus einer chronischen Darmentzündung? Kommen da noch Krankheiten hinzu? Das möchte ich alles mal wissen vom Dr. Med. Volker Schmiedl von der Paramed in Baar. Er ist heute wieder da. Ganz herzlich willkommen, lieber Volker. Sehr gerne. Ja, chronische Darmentzündungen, das ist, glaube ich, auch Morbus Crohn, oder? Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind die beiden wichtigsten Vertreter. Und wie merkt jemand, dass er das hat? Die Erkrankung beginnt meistens mit einem Schub und das merkt man dann schon. Also wenn man 15 Mal am Tag aufs Klo rennen muss, das merkt man. Mhm. Dünne Stühle, auch blutig, bei Colitis ulcerosa noch öfter blutig als beim Crohn, aber es kann auch beim Crohn blutig sein. Mhm. Also dieser sehr rasche Beginn und der sehr heftige Beginn, also da wird man sehr schnell hellhörig und dann sind die Ärzte sehr schnell mit der Koloskopie dabei und dann nehmen die eine Probe aus dem Darmschleimhautgewebe und dann steht die Diagnose in der Regel sehr, sehr schnell fest. Ist das häufig in der Schweiz oder deutschen Bevölkerung? Ja, das ist schon häufig. Das sind sechsstellige Zahlen, die da zustande kommen können. Ja. Okay, traurig. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du für Folien mitgebracht hast, wenn wir da starten dürfen. Ja, da es ja um eine Entzündung geht, kommen natürlich unsere klassischen Anti-Entzündungsstoffe Vitamin D und Omega-3 wieder zu Wort, ganz klar. Aber ich habe auch ein paar ganz andere Stoffe noch mit dabei, die man so unmittelbar auch nicht auf dem Bildschirm hat beim Thema Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Also wir steigen in die Krankheit rein, aber die Frage ist, kann ich es auch verhindern, dass es überhaupt kommt? Gibt es irgendwo der Punkt, wo der Mensch, der Zuschauer zu Hause sagt, oh, jetzt ist 5:05, könnte ich das dann noch abwenden? Nein, das merkt man eigentlich nicht. Also vielleicht, wenn man vielleicht alle 3 Monate eine Stuhluntersuchung machen würde und würde da die Entzündungswerte messen und würde sehen, oh, da steigen ja Entzündungswerte an, dann könnte man das vielleicht rauskriegen. Sonst gibt es meines Wissens keine Frühwarnzeichen. Dann ist einfach immer wieder das Gleiche, ein gesunder Lebenswandel, gesunder Lebensstil, gesunde Ernährung, gesunde psychische Ausrichtung. Und dann sind die besten Voraussetzungen eigentlich da, ein gesundes Leben zu führen. Ganz genau. Wir werden ja einige Risikofaktoren oder Schutzfaktoren noch kennenlernen. Was ganz klar ein Risikofaktor ist, das ist die westliche Lebensweise. Fast was immer das ist, ja. Was immer westliche Lebensweise ist. Aber Tatsache ist, in den letzten 100 Jahren sind die Erkrankungsraten in allen Industrienationen massiv gestiegen. Im Moment haben wir gerade so ein Plateau. Es scheint im Moment nicht sehr viel weiter hochzugehen, aber auf einem hohen Niveau. Und im Moment ziehen gerade die Entwicklungsländer weltweit nach. Also überall, wo man westliche Lebensweise übernimmt, gerade in den Großstädten, dort beginnt auch Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, wie überhaupt alle anderen Autoimmunerkrankungen und Allergien auch zu explodieren. Also es hat mit unserer Lebensweise zu tun. Wie viel daran Stress macht oder Fernsehgucken oder Lebensmittelfarbstoffe oder eben Vitamin D und Omega-3, das wissen wir nicht. Die westliche Lebensweise ist ein Risikofaktor und je natürlicher wir leben, umso mehr Schutz haben wir auch vor diesen Erkrankungen. Generell, also bei den entzündlichen Darmerkrankungen, wissen wir es noch, rotes Fleisch ist da ein massiver Risikofaktor. So, und ich habe jetzt noch mal einige Sachen aufgetan. Also hier kommt quasi das Thema auch zum Tragen. Hier hat man sogar eine Studie gemacht, also eine Studie an bereits Erkrankten. Also keine sehr große Studie, aber immerhin 22 Patienten, die Morbus Crohn hatten und die gerade nicht im Schub waren, die zwischen den Schüben waren. Zwischen den Schüben merken die gar nicht, dass die irgendwas haben. Die sind in einer noch nicht mal vegetarischen, sondern in einer semi-vegetarischen Diät geschult worden. Wahrscheinlich durften die einmal in der Woche noch Fleisch essen oder so. Und 73% hielten sich 2 Jahre an diese Diät. Und da hat man geguckt, wer ist nach 2 Jahren noch in der Remission? Also diejenigen, die sich an die Diät gehalten hatten, waren 92% immer noch in der Remission, sprich keinen neuen Schub gekriegt. Das ist ja super, oder? Aber in der Gruppe, die gesagt hat, oh nee, mache ich nicht, interessiert mich nicht, ich will doch meinen Hamburger weiter essen, von denen hatten 66%, 2/3 einen neuen Schub gekriegt. Das ist eine unglaubliche Zahl. Ja. Also jeder Gastroenterologe müsste nach dieser Studie doch seinen Patienten sagen, bitte, du musst jetzt kein Veganer werden, aber es wäre vielleicht hilfreich,
zumindest in diese Richtung zu gehen, mach das doch mal, probier das doch mal aus. Einmal in der Woche wenigstens ein bisschen was und fertig. Ja. Und dann, wenn man diese Erfolge sieht, dann... Es ist unglaublich, unglaublich. Okay, Vitamin D ist natürlich auch wieder mit dabei. Hier nochmal knapp 200 Patienten mit Morbus Crohn. Und diejenigen, die immer noch in der Remission waren, also zwischen den Schüben, hatten Vitamin D-Spiegel von 64 Nanomol. Grenzwert in den Laboren ist 50. Ich selber möchte über 100 haben. 64 ist also nicht optimal, aber auch nicht furchtbar schlecht. Diejenigen, die eine leichte Entzündungsaktivität hatten, hatten nur 49. Und diejenigen, die eine mäßige Entzündungsaktivität hatten, hatten einen Spiegel von nur 21. Das sind grässliche Werte. Das scheint doch einen Zusammenhang haben zu müssen, oder? Ja, natürlich. Und die Leute, die Vitamin D einnahmen, das waren in der Studie nicht alle gewesen, aber die es selber freiwillig einnahmen, hatten signifikant geringere Entzündungsaktivitäten. Mhm. Also klarer geht's, glaube ich, nicht. Doch, es geht noch klarer, wenn ich nämlich wirklich einen wissenschaftlichen Versuch mache. Und das hat mir auch gemacht. Man hatte so 108 Patienten mit Morbus Crohn, 1200 Einheiten Vitamin D oder Placebo gegeben. Das ist für mich viel zu wenig. Ich hätte denen 4.000 oder 5.000 gegeben. Ich hätte denen viel mehr gegeben. Aber immerhin hat man herausgefunden, die mit dem Vitamin D hatten in der Untersuchungszeit von 12 Monaten nur 13% neue Schübe und der Placebo 29% neue Schübe. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und ich finde auch sehr spannend hier die Vitamin D-Spiegel. Die hatten also Ausgangswerte von so um die 70. Also das ist gar nicht so schlecht. Ja, also die meisten haben, der Durchschnitt bei uns in Mitteleuropa liegt etwa so bei 50. Die haben schon relativ gute Werte gehabt. Und die Vitamin D-Gruppe, die sind dann im Durchschnitt knapp über 100 gekommen. Also ich hätte lieber, dass ich die im Durchschnitt so auf 130 bringe, dann sind wahrscheinlich alle so zwischen 100 und 150. Also für mich viel zu wenig. Und die andere Gruppe, Placebo, die sind eben so bei den 70 etwa geblieben. Okay, das ist der Vitamin D-Spiegel. Was macht das in der Klinik dann aus? Also hier sieht man dann die Schübe bzw. die Schubfreiheit. Und in der Vitamin D-Gruppe, der durchgezogene, dicke, schwarze Strich, da treten halt viel weniger Schübe auf, die bleiben viel länger in der Schubfreiheit als die Gruppe mit der Placebotherapie. Das ist gerade mal knapp nicht signifikant geworden. So, das Signifikanzniveau liegt bei 0,05, die hatten hier 0,06, also die hatten auch nur 100 Leute in der Studie. Hätten die 200 Leute gehabt, wäre das mit Sicherheit signifikant gewesen. Ja. Wie gesagt, ich gebe gern 5000 Einheiten, kann man mittlerweile mit einem Tropfen in einer besonderen Präparation einnehmen. Mhm. Aber auch hier wieder Spiegelmessung. Ich will die optimalen Spiegel haben. Mhm. Kommen wir zu den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Wieder zum Resveratrol. Und ich sage immer, die 10 Liter Rotwein, die man trinken müsste, um auf gute Spiegel zu kommen, die kann einfach keiner trinken. Ja? Also hier hat man mal Patienten mit einer mäßigen Colitis ulcerosa Aktivität, hat man mal 6 Wochen Resveratrol oder Placebo gegeben und hat dann gesehen, unter Resveratrol sind TNF-Alpha, das ist so ein Entzündungsbotenstoff, gesenkt worden. CRP ist ein Entzündungsmarker. NF-Kappa-B ist auch ein Entzündungsbotenstoff. Und die hatten noch so einen klinischen Beschwerde-Colitis-Index. Der war unter Resveratrol auch gesunken, nicht aber in der Kontrollgruppe. Da ist das alles nicht passiert. Also hier eben der Rotwein, wie gesagt, 10 Liter am Tag sind für manche vielleicht doch ein bisschen viel. Und hier in diesem Präparat ist in einer Tablette die Menge von 10 Litern Rotwein enthalten. Wow. Nicht schlecht. Ja, ja. Hier hat man mal 45 Patienten mit mäßiger Colitis genommen. Die haben alle Standardmedikament Mesalazin bekommen. Also das normale Medikament aus der Schulmedizin, was man gibt, um die Remission weiter zu erhalten. Und da haben die zusätzlich noch Kurkuma oder Placebo bekommen. Kurkumin. Nicht Kurkuma-Pulver, sondern die haben schon ein spezielles Kurkumin-Präparat bekommen, weil wir wissen, dass das Kumin aus dem normalen Kurkuma wird zwar auch ein bisschen aufgenommen, aber nicht sehr, sehr viel. 8 Wochen lang. Keine lange Zeit. Und da hat man gesehen, klinisches Ansprechen, dass überhaupt irgendwas besser wurde, 93% in der Kurkuma-Gruppe, nur 50% in der Placebo-Gruppe. Mhm.
Remission, also völliges Verschwinden der Entzündung, 71% Kurkuma-Gruppe, nur 31% in der Placebo-Gruppe. Und dann hat man auch nochmal eine Histologie gemacht, also man hat eine Spiegelung gemacht und hat geschaut, sehen wir denn auch, dass sich das verbessert? In 86% in der Kurkuma-Gruppe fand man Verbesserung, aber nur in der Hälfte der Placebo-Gruppe. Finde ich schon beachtlich. Ja, wenn man das jetzt noch alles kombinieren würde. Also hier das Kurkuma, genau, da gibt es gar keine Studien dazu. Ich würde mir da noch viel bessere Werte erwarten. Mhm. Hier das Kurkuma-Pulver. Und es wird dann häufig gesagt, ja, aber ich nehme ja Pfeffer mit dazu. Man kann gar nicht so viel Pfeffer essen, dass die Bioverfügbarkeit besser wird. Ja, Piperin aus dem schwarzen Pfeffer verbessert die Verfügbarkeit, aber man müsste so viel nehmen, dass wir es vom Magen her nicht mehr aushalten würden. Also viele Präparate werben damit, dass ein Piperin drin ist. Die Dosis dafür ist viel zu gering. Es gibt mittlerweile Präparate, die haben von sich selber so eine gute Bioverfügbarkeit, dass sie kein Piperin mehr zusätzlich brauchen. Also wir brauchen da wirklich eine Spezialgalenik, dass das wirklich super gut aufgenommen wird. Die gibt es. Und ich ärgere mich immer wieder, wenn ich Hersteller sehe, die einfach nur Kurkuma-Pulver einfach so in Kapseln abgefüllt haben. Ja, da kann der Patient auch den Teelöffel ins Essen reintun. Mhm. Also das ist wirklich über den Tisch ziehen. Das ist Abzockerei. Also Kapseln bei schweren Fällen, bei richtigen Erkrankungen ja, aber dann bitte mit einem super guten Kurkuminpräparat und nicht mit Kurkuma-Pulver. Omega-3 hat man hier mal immerhin mehr als 25.000 Engländer gemessen. Die mussten 7 Tage einen Ernährungsfragebogen ausfüllen. Und da hat man geschaut, in den nächsten 4 Jahren, wer bekommt denn Colitis und wer bekommt sie nicht. Und da hat man die in Drittel eingeteilt. Und das relative Risiko für das Drittel mit der besten Omega-3-Versorgung war 0,53. Das heißt, die hat nur halb so häufig neu Colitis ulcerosa bekommen. Also wir können das waren jetzt nicht Leute, die Kapseln genommen haben. Das war vielleicht im dritten Drittel, hatten die vielleicht einmal im Monat Fisch gegessen und die in der mittleren Gruppe vielleicht einmal in der Woche und die in der besten Gruppe hatten vielleicht 1 bis 2 Mal Fisch in der Woche gegessen. Also um diese kleinen Unterschiede geht es. Nicht um irgendwelche Einnahme von hochdosierten Präparaten. Selbst mit diesen kleinen Unterschieden findet man eine Halbierung des Colitis-Risikos. Und Colitis ulcerosa ist nach Lehrmeinung eine lebenslange Erkrankung. Ich teile diese Meinung nicht. Ich habe Leute, die seit 15 Jahren keinen Colitis-Schub mehr hatten, unter meinem Programm. Das gibt es. Hier mal sogar 229.000 Europäer, auch wieder Ernährungsfragebogen. Und da hat man dann Morbus Crohn untersucht. Die hat man dann jetzt in Fünftel aufgeteilt. Und da hat man gesehen, das Fünftel mit der besten Versorgung im Vergleich zum Fünftel mit der schlechtesten Versorgung hat ein Risiko von 0,07 gehabt. Also 93% weniger als die mit der schlechten Omega-3-Versorgung. 93%, also die einigermaßen gut versorgt sind mit Omega-3, kriegen so gut wie nie Morbus Crohn. Und auch hier hat man nur Omega gemessen und nicht etwa Vitamin-D-Spiegel. Ich glaube, wer gut mit Vitamin-D und mit Omega-3 ausgestattet ist, der kriegt praktisch überhaupt kein Morbus Crohn, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, das sind jetzt alles sogenannte epidemiologische Studien. Das heißt, man vergleicht Bevölkerungsgruppen und kann daraus statistisch Risiken errechnen. Wahrscheinlich schützt Omega-3 vor Morbus Crohn, kann man aus dieser Studie sagen. Wissen tut man es erst dann, wenn wir eine Interventionsstudie machen. Also ich gebe was und sehe, weniger Krankheit. Das hat man in dieser Studie getan. 38 Kinder, 5 bis 16 Jahre mit Morbus Crohn. Auch reguläre Therapie, Schulmedizin mit Mesalazin. Und die haben dann 600 Milligramm EPA DHA bekommen. Das ist ein Witz. Ja. Also 5-jährige Kinder, könnte es eine einigermaßen vernünftige Menge sein, aber 16-jährige Jugendliche, hallo, das sind Erwachsene vom Körperbau. Die brauchen mindestens 2 Gramm Omega-3. Und wenn die sich schlecht ernähren und nur einmal im Monat Fische essen, ja, und viele Hamburger etc., dann brauchen die vielleicht sogar 3 Gramm. Also ich hätte die Studie niemals so angelegt. Das ist für mich absolut unterdosiert. Ja, aber wir wollen mal gucken, was wir trotz dieser Unterdosierung erreichen. Versuchsdauer 12 Monate. Und die haben einfach die Schübe gemessen. Wie viele Schübe sind aufgetreten? In der schulmedizinisch leitliniengerecht therapierten Gruppe haben 95% der Kinder einen Schub bekommen.
Und man muss dazu sagen, was ein Schub für so ein Kind heißt. 15 Mal am Tag aufs Klo zu gehen. Ja, nicht mehr in die Schule zu gehen. Und spätestens seit Corona wissen wir, dass Kinder gerne in die Schule gehen, überwiegend. Und die können auch nicht in den Club gehen und die können auch nicht auf den Sportplatz gehen. Und wenn die dann von ihren Altersgenossen gefragt werden, hier, wieso warst du nur 2 Wochen nicht beim Fußball? Ja, ich bin von der Toilette nicht runtergekommen. Ist kein gutes Argument. Das hört sich nicht richtig gut an. Und mit dieser, ich sage immer, mit dieser Unterdosierung von Omega-3 ist immerhin jeder dritte Schub verhindert worden. Jeder dritte. Das ist für die Kinder und auch für die Familien ist das Gold wert. Und was hätte man erreichen können, wenn die nicht 600 Milligramm, sondern 2 Gramm bekommen hätten, wenn die noch Kurkuma und noch Vitamin D und vielleicht noch ein paar andere Sachen mit dazu bekommen hätten? Ich glaube, das wäre noch besser aufgefallen. Aber allein das reicht doch aus, dass Gastroenterologen ihren Patienten Omega-3 verordnen müssten, wenn sie Entzündung haben. Sie tun es meines Wissens bisher nicht. Ich habe noch nie einen Patienten getroffen, dem der Gastroenterologe das empfohlen hätte. Die leugnen die Studienlage. Was heißt leugnen? Sie kennen sie einfach gar nicht, aber sie suchen auch nicht danach. Mhm. Wenn ich im Internet in Datenbanken eingebe, Omega-3, Colitis ulcerosa, Omega-3, Morbus Crohn, dann komme ich in 2 Minuten auf diese Studien und kann sie mir im Original durchlesen. Ja, ich muss doch mal über den Tellerrand hinausschauen, wenn ich meinen Patienten wirklich helfen will. Mhm. Tja, du schon. Ein paar andere auch, ja, aber klar, viel, viel zu wenige. Mhm. So, nochmal, welche Dosen brauchen wir? Das ist jetzt, ich muss mich bei den Zuschauern ein bisschen entschuldigen, das ist so ein bisschen die komplizierteste Studie, aber für mich eine der wichtigsten überhaupt. Also da hat man Prostaglandin 2, das ist so ein Entzündungsbotenstoff, hat man in dem weißen Blutkörperchen gemessen. Also viel Prostaglandin bedeutet hohe Neigung für Entzündung. Und da hat man denen Präparate gegeben. In der ersten Gruppe hat man Placebo gegeben. Und das Prostaglandin nahm um 10% ab. Also selbst hier finden wir, bei so einem Laborversuch, finden wir Placebo-Effekte. Placebo ist unglaublich wichtig. Die Psyche spielt überall eine unglaublich große Rolle. Und jetzt hat man der zweiten Gruppe hat man 1,3 Gramm Omega gegeben. Das ist richtig viel. 1,3 Gramm. Und danach war der Effekt sogar schlechter gewesen. Okay, der war jetzt nicht schlechter, ist jetzt statistisch kein Unterschied. Aber der war auch nicht besser gewesen. Hm. 1,3 Gramm Omega helfen nicht gegen Entzündung im Sinne einer Prostaglandinsenkung. Das ist erstaunlich. Okay, die hatten, also wenn man hierbei aufgehört hätte, die Studie nicht weitergemacht, hätte man sagen müssen, Omega-3 hilft gar nicht gegen Entzündung, nutzlos. So sind übrigens auch viele Studien gelaufen. Mhm. Bei Entzündungskrankheiten, bei Herzkrankheiten, man hat einfach diese Dosis genommen von 1 Gramm oder weniger. Auch diese Studie beweist, bei diesen Dosen passiert nichts. Hm. Nichts. Okay, die nächste Gruppe hat 2,7 Gramm bekommen. Hm. Das ist schon ordentlich. Das ist mehr als ein Esslöffel. Und was sehen wir? 30% Entzündungshemmung. Und hier hat man 4 Gramm gegeben. Das ist schon ordentlich. 50% Senkung von Prostaglandin 2. Also, ich sage immer gern, einsiedeln ist ja nicht sehr weit von hier entfernt, wo der Paracelsus gewirkt hat. Und der liebste Spruch von Paracelsus ist nach meiner Meinung, allein die Dosis macht, dass ein Ding ein Gift ist oder nicht, kennt jeder. Und ich sage immer gern, die Dosis macht auch, ob ein Ding ein Heilmittel ist oder nicht. Und das trifft für Heilpflanzen zu, es trifft aber auch für Nährstoffe zu. Ich brauche eine gewisse hohe Dosis, dass ich überhaupt in den Wirkbereich hineinkomme. Ist bei Vitamin D so, ist bei Omega-3 so, ist bei vielen Dingen. Mhm. Wir dürfen auch nicht zu viel geben. Tja. Aber sehr viel mehr als 4 Gramm können wir auch gar nicht zuführen. Das geht auch gar nicht. Ja, gibt es Durchfall wahrscheinlich auch, oder? Na, da müssen wir schon eine Fettverdauungsstörung haben. Also Inuit, früher Eskimos, Inuit nehmen mit ihrer traditionellen Nahrung 10 Gramm am Tag zu sich. Ja, okay. 10 Gramm, das ist schon ordentlich. Mhm. Also wenn ich keine Fettverdauungsstörung habe, vertrage ich das auch. Mhm. Aber das brauchen wir gar nicht. Mhm. Ja. Weißt du, was mir die Folie auch so schön zeigt, ist, sag mir, welches Ergebnis du haben willst und ich mache die Studie dazu. Ja, aber ich muss es dann noch wissen, was ich dann geben muss. Ja, dafür. Klar, ja. Aber wenn man das so anschaut und sagt, ich möchte Omega-3 schlecht machen, dann mache ich wirklich so einen Test da, die ersten 2 Balken, die Sache ist erledigt, oder? Ja. Wobei und dann noch viel Marketing. Ja, ich muss jetzt die Wissenschaftler, die diese negativen Vitamin-D- oder Omega-3-Studie gemacht haben, ich muss die schon in Schutz nehmen. Ich glaube, die sind nicht von der Pharmaindustrie bezahlt worden, dass jetzt ein negatives Ergebnis rauskommt. Ich glaube, die wollten schon ein positives Ergebnis haben.
Also da glaube ich schon fest dran. Ja. Ein schönes Beispiel ist jetzt, ich erwähne jetzt mal die Frau Dr. Ferrari Bischoff, die hat eine sehr schöne Omega-3-Vitamin-D-Studie gebracht, hat leider nicht funktioniert. Die ist vor 8 Jahren oder so waren die ersten Planungen gewesen. Und damals war noch so eine Lehrmeinung, man kommt mit 1 Gramm Omega ganz gut aus. Die haben sich damals an die offiziellen Leitlinien der kardiologischen Gesellschaften gehalten. Ich glaube, wenn sie die Studie heute nochmal machen würde, sie würde mindestens die doppelte Dosis nehmen. Ich habe sie persönlich gesprochen, sie war auch ein bisschen geknickt darüber, dass sie negativ war. Das war einfach damals unwissentlich. Das war wirklich kein böser Wille gewesen. Die wollten wirklich rauskriegen, dass Vitamin D und Omega-3 funktioniert. Die haben einfach aus nicht böser Unwissenheit haben sie die falsche Dosis gewählt. Mhm. Aber die Ärzte und Wissenschaftler, die heute vor Vitamin D und Omega-3 warnen, die sind arrogant. Die sind nicht mehr entschuldbar unwissend, weil diese Studien gibt es ja jetzt alle. Mhm. Die kennen diese Studien oder innerhalb von 2 Minuten könnten sie kennenlernen. Also damals wussten wir es nicht besser. Heute wissen wir es besser. Wer heute noch vor Vitamin D oder Omega warnt oder sagt, das bringt einfach gar nichts bei Entzündung, das ist ein Vollpfosten, der ganz bewusst nichts wissen will. Mhm. Also mit denen würde ich mich auch da gern mal streiten, ja. Und bitte, die sollen bitte mal gegen diese Studien anstinken. Das wird schon schwer sein. Mhm. Also wir kommen zur letzten Folie, nochmal eben die Dosen da und was man mit der Nahrung und anderen Dingen tun kann. Also nochmal 2 Gramm ist so die Hausnummer. Die meisten kommen damit wunderbar zurecht, ja. Wiege ich nur 15 Kilogramm, esse sehr wenig Fleisch, komme ich vielleicht auch mit 1 Gramm zurecht. Esse ich nur einmal im Monat Fisch, wiege 90 Kilogramm, brauche ich vielleicht auch mal 3 oder 4 Gramm. Auch hier wieder vorher messen, nach 3 Monaten messen, dann weiß ich's. Will ich Kapseln nehmen, normal große Kapseln mit 0,5 Gramm Fischöl, brauche ich 15 Kapseln am Tag, jeden Tag. Schafft aber keiner. 100 Gramm Makrele könnte ich auch essen, schafft aber auch nicht jeder jeden Tag und würde ich aus toxikologischen Gründen heute auch nicht mehr empfehlen. Einmal in der Woche geht vielleicht gerade noch so, aber mehr würde ich nicht empfehlen. Und Fischöl eben 1 Esslöffel, das kann man in den Smoothie reintun. Wie nimmst du denn 1 Esslöffel zu dir? Darf ich dich mal fragen? Ja, so ein kleines Becher klein. Ja. Und da gebe ich noch einen D3-Tropfen rein. Ja, kann man super. Und dann runter damit. Okay, du machst es pur. Ja. Kann man machen. Schmeckt ja noch. Kann man machen. Ich warne meine Patienten davor. Und zwar aus folgendem Grund. Ich sage immer, es gibt so viele Menschen, die es nach 6 Wochen nicht mehr nehmen können. Weil nicht wegen des Fischgeschmacks, sondern wegen des Fettgeschmacks. Und die sagen, oh, ich habe nach 6 Wochen aufgehört, ich konnte es nicht mehr nehmen. Darum sage ich immer, mit ein bisschen Saft nehmen. Ein Glas nehmen, ein Querfinger, Saft, mehr nicht, Omega dazu, einmal schütteln, Ex runtertrinken und dann, das ist ganz wichtig, nochmal mit Saft nachspülen, damit einfach der Geschmack nicht auf dem Mund bleibt. Ja, genau, ich nehme es übrigens auch nicht pur, habe ich falsch gesagt. Ich habe so einen kleinen Becher und da habe ich ein Regulat drin, ein fermentiertes Regulat. Gut, das hat ja auch einen sehr intensiven Geschmack. Ja, und dann diesen Esslöffel rein und dann den D3-Tropfen. Super, das ist gut. Wichtig ist, man hat was, mit dem man den Geschmack überdeckt. Mhm. Ich kann es auch in eine sehr würzige Spaghetti-Soße reintun. Ich habe auch schon den Esslöffel genommen, das schmeckt, also diese da sind ja geschmackslos. Ja, manche können, also ich kann es nicht nehmen wegen des Fettgeschmacks. Ach, also ich habe schon gehört, Leute sagen, das schmeckt nach Fisch und ich schmecke keinen Fisch. Ja. Also das ist ja ein bisschen anders. Über Geschmack können wir bekanntlich nicht schreiben. Ja. Wir können es auch in die Salatsoße reintun. Ja. Wichtig ist, bitte nicht mitkochen, sondern nachher ins esswarme Essen reintun. Mhm. Smoothie ist hervorragend. Also da kann ich es null rausschmecken. Smoothie ist super gut. Mhm. Ich habe es auch schon mit Kaffee genommen. Ich habe es auch schon mit Rotwein genommen. Es geht alles, was den Geschmack irgendwie überdeckt. Und es gibt Leute, die können das jahrzehntelang pur nehmen. Aber wer damit eben Probleme haben könnte oder spätestens, wenn er Probleme kriegt, dann bitte mit Saft, mit Smoothie oder sonst wie einnehmen. Frisch trinken und nicht noch lange offen stehen lassen, oder? Ja, die Flasche bitte, wenn sie einmal geöffnet ist, zwischendurch bitte immer in den Kühlschrank, dann hält sie 45 Tage lang. Ja, gut, ja. So, das waren meine wichtigsten praktischen Tipps. Ich glaube, mehr habe ich dann jetzt auch nicht mehr. Haben wir noch Zeit? Hast du noch Fragen zu dem Thema entzündliche Darmerkrankung an mich? Ja, ich würde ja wahnsinnig gerne mal eine Studie sehen, wo alles miteinander gemacht wird. Ich meine, jedes Einzelne für sich ist schon eine unglaublich bedeutsame Sache.
Und wenn man das wirklich alles anwendet, dann muss ich ja sagen, dann hat ja der Patient echt großartige Chancen, vielleicht sogar wirklich 90% Wahrscheinlichkeit zu verlieren, wieder in eine Remission reinzukommen, oder? Ja, gib mir 3 bis 5 Millionen, dann mache ich dir sofort diese Studie. Also so viel muss man heute investieren, um eine wirklich große, vernünftige Studie zusammenzukriegen. Das ist nicht ganz billig, ja. Ich meine, das ist aber eine wertvolle Studie eigentlich, aber ich verstehe sie auch, das finanziert ja niemand. Wer hat ein Interesse an so einer Studie? Keiner aus der Pharmaindustrie, die sie bezahlen können. Ja, ist ja logisch. Ja, ja, ist ja völlig verständlich. Logisch, ja. Ist nicht bös gemeint, oder? Es ist nicht ihr Gebiet, oder? Die verkaufen auch nicht Nahrungsergänzungsmittel, oder? Ich meine, die modernen Biologiker, die man in schweren Fällen von diesen Entzündungen einsetzt, die haben Kosten von 15.000 bis 30.000 Franken pro Jahr und Patient, pro Jahr. Und diese Therapie ist dann in der Regel lebenslang. Ich hatte neulich einen Rheuma-Patienten, den habe ich mit meinem Programm, also all diesen Dingen, Rheuma behandle ich im Prinzip genauso wie CED, den habe ich mit meinem Programm behandelt. Nach ein paar Monaten war er komplett beschwerdefrei. Hat er seine Rheumatologin gefragt, ja, kann ich das denn jetzt mal absetzen, das Biologikum, das teure Mittel mit den starken Nebenwirkungen? Ich will das jetzt nicht mehr alle 2 Wochen spritzen. Ich glaube, ich brauche es auch nicht mehr. Dann hat er gesagt, ja, das weiß ich gar nicht. Das ist nicht vorgesehen, da gibt es gar keine Erfahrung dazu. Das setzt einfach niemand mehr ab, wenn er einmal damit angefangen hat. Und er sagt, ja, ich will es aber doch absetzen, ich will es mal probieren. Ja, dann machen Sie, wie Sie wollen. Also sie hat ihm keine Unterstützung gegeben. Er hat es dann genauso gemacht, wie ich es auch aus dem Bauch heraus tun würde. Erstmal alle 3 Wochen gespritzt, dann alle 4 Wochen gespritzt. Es ist nichts passiert und er hat es weggelassen. Er hat es im Januar weggelassen, im Mai war er bei mir. Und er hat 0 Beschwerden. Die Gelenke sind nach wie vor komplett beschwerdefrei. Die Rheumatologin hat zu ihm gesagt, ja, machen Sie es nur. Sie werden ja sowieso wiederkommen. Ich habe gesagt, er soll sich im November nochmal bei mir melden, ob es wiedergekommen ist. Ich glaube es nicht. Und wenn es dann nach einem Jahr nicht wiedergekommen ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es wiederkommen wird, wenn er das Programm so weitermacht. Autoimmunerkrankungen sind entgegen der Lehrmeinung heilbar. Ich kenne viele solcher Fälle. Es ist eine Lüge, dem Patienten zu erzählen, du hast jetzt so eine schwere Krankheit, die ist nicht heilbar. Ja, ich blockiere damit sogar Heilung, weil wenn die zu mir kommen und ich sage dann, ja, wenn sie das so machen, ich habe meine Erfahrung gesammelt, ich will nichts versprechen, wir dürfen keine Heilungsversprechen machen. Es gibt auch therapieresistente Fälle, die ich auch nicht erreichen kann, wo sich gar nichts tut, muss ich zugeben. Aber es gibt Fälle, wo es deutlich weniger wird und es gibt Fälle, wo alles weggeht. Ja, es kann passieren, aber dann muss ich die entsprechenden Nährstoffe dazu einnehmen und dann kann man auf die Medikamente vielleicht irgendwann verzichten. Es ist möglich, wir dürfen es nicht versprechen. Aber einmal mehr zeigt es mir, dass man als Patient einfach in der Eigenverantwortung ist, sich mit diesem Krankheitsbild auseinanderzusetzen und sich ganzheitlich breit zu informieren und solche Sendungen wie die heutige einfach mit einzubeziehen in den Prozess der Genesung, wie auch immer der Weg aussehen möge. Aber jeder Patient sollte auch die Chance haben, dieses Wissen zu hören und dann zu entscheiden, was will er, was ist sein Weg, was will ich ausschließen. Ich meine, es gibt keinen einzigen Grund, diese Dinge, die du aufgezählt hast, auszuschließen, auch wenn ich den schulmedizinischen Reinweg gehe. Ja, natürlich, die gänzlich ja auch. Ja. Jeder, der die normalen Medikamente hat, ich sage jedem, nimm das erstmal unbedingt weiter und mach das Programm zusätzlich. Und wenn du dich dann sicher genug fühlst, dann kannst du auch in Absprache mit deinem Therapeuten jetzt langsam ausschleichen. Aber wir wollen immer eine komplementäre und keine alternative Medizin machen. Wenn die Leute langfristig so gut geworden sind, dass sie sagen können, ich lasse es jetzt wirklich weg, ich versuche es, dann haben wir eine alternative Medizin. Aber dann müssen wir auch beweisen, dass sie erfolgreich ist. Ja. Was mich aber wirklich stört, ist halt diese Programmierung. Die Leute müssen ja diese Programmierung, ich habe eine unheilbare Erkrankung, da kann man nichts machen, das ist denen ja eingetrichtert worden, dass sie aus dieser negativen Programmierung rauskommen. Ja, aus der Opferhaltung. Ja. Und das geht so tief in die Psyche rein, das kriegt man fast nicht mehr raus. Ja. Das ist wie mit der Diagnose. Wenn du so eine brutale Diagnose wie das kriegst, dann ist das wirklich eine selbstprophezeiende Spirale, oder? Diese Ärztin, ist die auch resistent gewesen gegen solche Studien, dass man dir mal zeigt, da, dass sie das mit einbezieht? Das weiß ich jetzt nicht, ob der Patient dann mal mit Rheuma-Studien zu seiner Ärztin gegangen ist. Das weiß ich nicht, ja. Das ist ja schon cool, wenn ein solches Wissen eben auch unter diesen Kollegschaften verbreitet wird. Ich meine, ich verstehe es auch, dass nicht jeder alles lesen kann, oder? Also es ist
nach meiner Erfahrung wenig Interesse da. Also ich habe selber mal eine routinemäßige Koloskopie gehabt, einfach um nachzugucken, ob da Polypen oder Krebs da ist, diese Vorsorgeuntersuchung. Und der Gastroenterologe hat das wirklich technisch und menschlich prima gemacht. Also das war eine super gute Sache. Ja, vielleicht ist er auch aufgeschlossen. Er behandelt auch viele CED-Patienten. Ob ich ihm dann mal ein paar Studien schicken könnte? Ja, soll er mal schicken. Dann habe ich ihm geschickt. Und das sind wirklich sensationelle Studien. Ich habe aber nie wieder was von ihm gehört. Nie wieder. Also es ist wenig Interesse da, in diese Richtung tätig zu werden. Ich weiß nicht warum. Ja klar, es macht viel Arbeit, viel Mühe. Das ist viel zeitintensiver, als ein Medikament zu verschreiben. Das glaube ich schon, ja. Aber es ist so beglückend, eben dann mal Therapieerfolge zu sehen, ja. Kinder, die 15 Schüler am Tag haben, zu sehen, dass sie nach 3 Monaten beschwerdefrei sind und dann auch für jahrelang bleiben. Und auch mit den Medikamenten, wir haben es ja eben gesehen, die kriegen immer wieder ihre Schübe. Das macht ja auch mal Spaß, wirklich mal so gute Besserungen zu sehen, wie man sie mit den Medikamenten üblicherweise nicht sieht. Also ich kann jeden Therapeuten nur dazu ermutigen, solche Dinge mal auszuprobieren bei seinen Patienten. Und ich kann jeden Patienten nur ermutigen, offen zu sein, aus diesen negativen Denkspiralen rauszukommen, mutig zu sein, mal Dinge zu wagen. Und viele, viele, nicht alle, aber viele, viele werden sehr gute Erfolge erzielen. Danke ganz herzlich, lieber Volker. Gerne. Ja, und auch nochmals ein herzliches Dank, dass du das überhaupt mal so machst. Weißt du, dass du die Patienten so mit Herzblut versuchst, das Beste herauszuholen, ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt einfachere Wege, aber du machst es ja auch nicht einfach, indem du einfach dich immer wieder durchliest, durch alle Studien durch, um dem Patienten das Bestmögliche zu bieten. Und das macht den Unterschied zwischen Arzt zu einem Mediziner, oder? Und ich glaube, da bist du wirklich ein richtiger Vollblutmediziner. Nein, ich sehe es genau andersrum. Für mich ist der Mediziner jemand, der ein Medizinstudium abgeschlossen hat. Mhm. Der Arzt ist für mich derjenige, der wirklich Patienten behandelt. Mhm. Mhm. Also das ist so meine Definition und meine Sichtweise. Hast du richtig, hab's auch falsch gesagt. Ich sage immer, ich bin Arzt, ich bin kein Mediziner. Natürlich bin ich auch Mediziner, weil ich Medizin studiert habe. Mhm. Aber ich sehe mich als Arzt und ich versuche, ein ganzheitlicher Arzt in der Tradition von Hippokrates zu sein. Mhm. Hippokrates war ja quasi der Vater der Schulmedizin und der Vater der Naturkunde. Beide Richtungen berufen sich ja noch auf ihn. Mhm. Danke. Ja, war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ja, ich sage auch nichts mehr. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Ade.